Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3 zu einer weiteren Runde Wheel Spin, eines eurer absoluten Lieblingsformate hier im Multiplayer. Und heute sogar in einer Sonderedition, denn es wurde sich schon mal gewünscht und ich fand die Idee auch sehr, sehr cool und deswegen setzen wir die jetzt einmal in die Tat um. Und zwar diesmal, ja, shoppen wir nicht im allgemeinen Auto-Shop-Store, wie auch immer, sondern wir gucken mal im Aktionshaus, was wir denn für die gezogenen Spins so bekommen. Es gibt aber schon ein paar Regeln im Vorfeld, weil wir schon gehört haben, dass im Aktionshaus Ultima und Aerial Atom und die ganzen Track-Toys sehr, sehr billig da angeboten werden und schon sehr, sehr, sehr stark sind. Deswegen alle Track-Toys im klassischen Sinne, Klammer, der GT3 RS zählt ausnahmsweise nicht dazu, sind quasi nicht erlaubt, also die darf man nicht kaufen, also auch Rennwagen oder sonst so Sachen sind nicht erlaubt, sonst ist aber eigentlich alles erlaubt und wenn man Glück hat und schon ein super geil aufgetuntes Auto findet, dann kann man das natürlich auch kaufen, ja? Das ist so die Bedingung, sagen wir es ganz einfach. Der Fast ist gerade rausgeflogen, ich hoffe, er kann gleich wieder nachjoinen. Hallo, ist er noch da? Kann ich nicht einladen. Ansonsten, ja, mit dabei der Arcois, der Handsome Huber, der Moritz, Approximate, der Progain, Prüfercore, der Renegade, Simply, Suchuk, Scarface und eben The Fast, der gerade rausgeflogen ist, der vielleicht jetzt gleich wieder reinkommt. Oh, irgendwie. Hoffe ich doch. Hallo. Ja, hey. wird schon irgendwie klappen. Ja, er hat Spiel ist abgeschwert. Ah, okay. Dann musst du halt nochmal hier nachjoinen. Aber den Spin kann man ja trotzdem schon mal machen, würde ich sagen. Ja, das kann man ja auch offscreen machen, sozusagen. Machst du einfach, denkst dir einfach was aus. Boah, ich hab dreimal ganz zufällig 100.000 gezogen, keine Ahnung. Ja, wie viele Spins wollen wir denn jetzt machen? Drei wieder? Drei Spins, die unter 10.000 kann man wegwerfen, also die zählen nicht, die darf man nochmal neu machen. Mit der 10.000 oder? Und unter 10.000 zählen nicht. Also mit 10.000 nicht im Begriff. Ja. Unter 10.000 heißt unter 10.000, nicht 10.000. Also ab 9.999, ja, also, ja. Also 50.000 zählen auch nicht? Ja, weiß auch nicht, voll komisch irgendwie, ich verstehe das nicht mit den Zahlen. Nur 100.000 zählen. So, wer VIP-Lose noch hat, bitte den VIP-Bonus runterrechnen. Wer Autos zieht, die Hälfte des Wertes wird dann, ne, und so weiter und so fort. So, bei meinem Glück ziehe ich natürlich richtig geile Lose. Ja, ah, jetzt pass auf. Ja, wunderbar. Ja, Nummer 1. Lal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 
Langsam und muss erstmal der Wert des Autos. Und man darf, das wurde auch schon gefragt, man darf auch ein Gebot abgeben, wenn man sieht, okay, die Aktion endet in 15 Minuten. Allerdings, wenn die halt schief geht, dann ist er selber fähig. Wer am Schluss kein Auto hat, hat am Schluss halt kein Auto. Der darf freiwillig mit der serienmäßigen Isetta fahren. Ja, das ist quasi das Der Einige. Fährt einfach Fahrrad. Das stimmt, wir brauchen ja serienmäßige Fahrzeuge. Ah. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel wert ist. Was ist mit serienmäßigen Fahrzeugen? Was? Nix. Ich habe gesagt, man kann auch, man muss nicht sofort Kauf machen, man kann auch per Gebot machen. Allerdings also, muss es dann natürlich in 15 Minuten enden und wenn man es aber zwar geboten hat, aber es dann am Ende nicht gewonnen hat, dann ist man selber schuld, dann darf man mit einer serienmäßigen Isetta antreten. Ja. Okay. Es war ja serienmäßige Fahrzeuge. Nur. Nein, ist alles erlaubt. Okay, danke. Also ich darf ich war mir nicht mehr sicher. Im Nachhinein. Wenn ich ja, wenn du noch Geld übrig hast, darfst du es ausgeben. Aber wie gesagt, du musst es auch ausgeben. Also es ist kein... Ja. So, deswegen, also wer Lust hat, kann auch direkt schon die 125... Verdammt, wie soll ich mein Geld ausgeben? Also wenn so, jetzt gerade jemand aufs gleiche Auto schielt wie ich... Also die 30 Millionen... Ja, wer hat einer schon, von also halt, ihr dürft noch nicht gucken, ja? Ich habe gerade extra gesagt, ihr dürft Suchenfeld öffnen, mehr nicht. Also wer jetzt schon geguckt hat, der hat ja jetzt schon geschummelt, Leute. Also schon Gleichheit für alle. Also nicht hier mit gleichen Autoschielen, bla bla bla. Ich dürfte das Suchenfeld öffnen und nichts einstellen. Es muss überall beliebig erstmal noch stehen. Und dann fangen wir gleichzeitig an. Bitte jeder nochmal einen Screenshot machen zum Beweis. Genau, das will ich jetzt sehen hier sofort. Nein, aber es ist einfach in der Fairness einfach. Gut, dann würde ich aber sagen, ich glaube, jeder ist soweit, oder? Jo. Ja. Jo. Alles klar, dann ich gehe wieder in extra Channel und dann laufen die 15 Sekunden, genau. Jetzt kommt. Ein bisschen knapp, ja. Die 15 Minuten ab jetzt. So, also ich habe ja gezogen 25 zweimal und einmal 75, macht 125, was prinzipiell nicht schlecht ist. Allerdings habe ich null Ahnung, was es uns bringt. Deswegen mache ich einmal mal Maximalkauf von 125. Oder, oh, geht gar nicht. Dann machen wir halt, was ist denn das? 110 und dann ist fertig. Ja, dann suchen wir mal für 110 und gucken wir mal, was wir da so finden. Ja, im Aktions... Oh Gott, klar, wir finden natürlich einen Reliant Supervan. Genau den nehme ich. Okay, das ist natürlich interessant. Ja, Aerial Tim ist ja verboten. Genauso solche Track-Toy-Gedönse. Also ich finde jetzt erstmal nichts Interessantes, muss ich sagen. Okay. Ich glaube, ich muss die Suche ein bisschen spezifizieren, sonst wird das nichts. Wir können ja Fahrzeugklasse, suchen wir einfach mal ganz dreist nach X. Ne, X glaube ich wäre mal nichts. Obwohl, wir fordern mal das Glück heraus. Komm, X-Klasse und 110. Mal gucken, ob wir da was finden. Tatsächlich, aber halt, ja gut, das werden halt diese, genau, die Ultimas sein, leider. Ja, Dodge Viper, aber ist eigentlich auch dann wiederum ein Track-Toy, oder? Eigentlich, wenn man es so genau nimmt. Aber ja, es ist eigentlich auch ist außerdem auch nicht so geil. Also ich lasse sie mal aus. Ich habe sie nicht gesehen. Wenn sie jetzt jemanden nehmen von den anderen, dann Glückwunsch. Aber nicht so geil. Das Problem ist, jetzt werden wir wahrscheinlich nur diese Ultimas finden, leider. Und die versauen unsere ganzen Suchergebnisse. Das ist ein bisschen das Problem. Aber wahrscheinlich auf der X-Klasse werden wir halt auch groß nichts anders haben zur Auswahl. Kann man da nicht irgendwie suchen, dass man kein Ultima will? Ich meine, ich kann nach anderen... Da haben wir nochmal eine Dodge Viper, okay. Die ältere ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wäre auch eine Überlegung. Würde genau 110 kosten, da könnten wir aber halt nichts mehr tunen. Beziehungsweise wir könnten die Teile, die schon eingetunt sind, könnten wir halt verwenden. Ich suche nochmal neu. Wir haben ja noch die Zeit ein bisschen. Nochmal noch 110. Fahrzeugtyp. Können wir nochmal nach X suchen und dann nach Fahrzeugtyp vielleicht irgendwie so modern oder Hypercar oder sowas. Vielleicht gibt es ein Hypercar, was so billig angeboten wird. Das wäre doch cool, aber ich glaub's fast nicht, oder? Nee, war klar, schade. Wir könnten jetzt höchstens noch gucken. Wobei, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, aber das könnte jetzt echt schief gehen, aber ich habe eine Idee. Vielleicht läuft ja gerade irgendwie eine Aktion tatsächlich ab oder so. Für so wenig Geld. Das wäre ja schon überragend geil. Ja, ich glaube, ich probiere es einfach mal. Biet einfach mal die 95. Vielleicht klappt's. Wäre ja cool. Okay, vielleicht klappt's ja. Müssen wir mal zurückgehen. Ich hoffe, es bietet keiner jetzt noch mit. Dann wäre das natürlich schon krass, weil so ein
Weil so ein Aventador voll aufgebaut hätten wir, glaube ich, schon mal eine gute Basis. Alles andere ist schon zu teuer. Hier hätten wir nochmal, aber die dauern so lang. Ja, wir haben ja nicht die Zeit zu warten. Aber ich glaube, da wird jetzt gleich nochmal geboten, schätze ich mal. Ja, scheiße, ich wurde überboten. Kack. Kann ich nochmal probieren? Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Aber ihr seid doch scheiße. Ihr macht das Format kaputt. Bieten. Wie viel müsste ich denn? 116 könnte ich machen. Ja, mach ich, komm. Scheiße. Wir zocken jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Also 116, irgendjemand wird definitiv mich überbieten wollen. Und ansonsten sollte ich, glaube ich, mal. Ich sollte jetzt mal, glaube ich, eher in der Zeit suchen, weil mehr höher kann ich eh nicht mehr groß gehen. Ich suche mal. Mal neu irgendwas. Oder vielleicht einfach eine. Vielleicht ein modern. Supercars. Und dann auch nochmal auf der X-Klasse. Vielleicht finden wir da zufällig noch was. Ich zock jetzt wirklich auf Speeden. 2 Minuten. Ford GT. Wäre auch nicht schlecht. Hat aber schon jemand geboten. Ford GT war schon nicht schlecht. Ford GT ist schon stark. Eine Minute. Ich biet mal drauf. Also ich lehne mir das Geld aus, ne? Also, oh nein, jetzt bin ich. Ach so, ist egal. Biet mal drauf. Sie wurden überboten, das war klar. Hier wurde auch gerade neu hochgeboten, leider. Schade. Probier's trotzdem mal. Das Problem ist immer, dass die Zeit ja dann nochmal verlängert wird um eine Minute und deswegen kann der Preis am Schluss extrem hoch gepimpt werden. Deswegen suchen wir jetzt doch mal nach dem Sofortkauf. Also das andere wurde ja überboten wieder. Boden, was müsste ich ja, oh Gott, wie viel ich schon verlangen. Das kann ich ja schon mal wegmachen hier. Und das andere werde ich jetzt wahrscheinlich sowieso überboten. Jawohl, da ist auch gerade schon passiert. Wie viel ist es nicht? Okay, ich könnte noch mal höher gehen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Weil, oder? Soll ich noch mal? Ich biete noch mal, komm. Ja, 114 kann ich mir leisten. Ich merke schon, ich zocke die ganze Zeit und habe am Schluss nichts. Und wenn ich dann der Depp mit der Isetta. So, oh, scheiße, komm, scheiß drauf. Aktionsalarme 3. Würden überboten, okay. Ah, ich bin schon längst wieder überboten worden, okay, dann ist das egal. Dann suchen wir jetzt. Ja, ich muss nach Sofortkauf suchen. Aber nach was mache ich denn? Maximal Kauf 110. Fahrzeugtyp: GT-Car, Super GT. Ich meine, ich könnte mal nach Hypercar suchen, ob es ein Hypercar gibt, was irgendwie zufällig oder Modern Supercar, was zufällig so billig angeboten wird. Das wäre schon cool. Acura ist relativ günstig, sehe ich gerade, aber ja, das Problem ist, die sind halt alle Serie. Okay, der ist ein bisschen aufgebaut tatsächlich. Ich könnte ja mal nach S2-Klasse suchen einfach. Vielleicht eine hohe S2-Klasse suchen. Das müsste schon längst überboten worden sein wieder, ne? Ja, achso, ja, ist klar, ist es ja auch schon. Ist gar nicht so einfach tatsächlich, finde ich. Ich suche mal Autoklasse S2, Fahrzeugtyp. Modern Supercar. Kauf 110. Tätigen. Gucken wir mal. Was wir da so finden. Der ist relativ hoch getuned. Der 8 ist auch nicht schlecht. Mal aber irgendwas finden. Der 8 wäre, glaube ich, nicht so schlecht tatsächlich. Oder ein GTR wäre auch nicht schlecht. 971 schon getuned. Können wir jetzt vielleicht mal gucken, ob wir da. Der ist sogar schon auf 995 getuned. Auch nicht schlecht. 994. Okay.
Also ein GTR wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, tatsächlich. Aber die sind alle nicht so hoch getuned, tatsächlich. Also halt schon hoch, aber nicht jetzt in dem Bereich, wo ich... Vielleicht suche ich mal speziell nach dem GTR. Pass mal auf. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich komme gar nicht zum Tunen, ist egal. Das ist die Zockerlust. Ich suche mal nach dem GTR. Weil ich glaube, GTR ist schon eine ganz gute Basis. Nissan. Dann den 2017er. Wo ist er denn? GTR, genau. Und dann Maximalkauf 110. Und dann bestätigen. Mal gucken, ob wir da irgendwie was Cooles noch finden. So. 26, 64, 69, 71. Ich weiß gar nicht, wie hoch der eigentlich geht, aber normal müsste der ja auch in die, bis in die X-Klasse so eigentlich gehen. Okay, also mehr finde ich jetzt hier auch gar nicht. So, das ist der mit 63 hier am höchsten tatsächlich. Für 100.000 hätten wir noch 25 über. 71 hätten wir noch für 110, das ist aber dann teurer. Dann nehmen wir lieber für 69, für 73. Der ist eigentlich günstig. 73.000 für LI 969. Ich glaube, den nehme ich. Komm, scheiß drauf. Ich muss jetzt was machen, sonst habe ich keine Zeit mehr. Deswegen kaufen wir den jetzt. Komm, für 73.000 ist, denke ich, ein gutes Angebot. Er hat schon Tuning-Parts drin. Und dann rechnen wir das einmal mal runter. Auto abholen, jawohl. Dann, dann machen wir das gerade mal schnell. Upsala. Dann haben wir eben die 125 minus die 73, die wir gerade ausgegeben haben. Das heißt, wir haben noch 52.000 über. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch einiges rauskitzeln, würde ich sagen. Und einige Teile sind da ja schon eingebaut. Das heißt, wenn wir es jetzt geschickt machen, passt das schon. Ferrari hätte ich noch gucken müssen, aber ich glaube, die sind zu teuer. Die werden zu teuer angeboten. Deswegen mal. Bewege mich halt echt zu wenig im Aktionshaus, als dass ich mich da auskenne, wie man da so am besten irgendwie so ein geiles Angebot rauskitzeln kann oder so. So, jetzt muss ich aber relativ schnell was aufbauen. Sonst wird es nichts. Zurück. Upgrades. Ja, alles entfernen. Keine Sorge, die Teile, die er eingekauft hat, die habe ich jetzt trotzdem. Das ist das Coole. Das heißt, wir haben ja gerade gesehen, die Hot Wheels Reifen, die kosten mich jetzt nichts, weil die halt auch im Besitz sind. Das ist cool. Deswegen nehme ich die jetzt einfach auch. Vielleicht hat er auch die breitesten Dinger. Perfekt, alles rein. So, das heißt, kostet uns alles jetzt schon mal nichts. Das ist supi. Gucken wir gerade mal hier. Fahrwerk. Also, ne, das machen wir eh nicht. Ist ja Quatsch. Hier hat er, ich weiß nicht, ob wir das brauchen, ich lasse mal weg, da haben wir alles erstmal. Ich glaube, da hat er alles schon drin, das ist gut. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr so viel tunen. Vielleicht war es jetzt auch ein Fehlkauf, vielleicht hätte ich doch eher den R8 nehmen sollen, weil der halt doch deutlich höher war. So wie es aussieht. War das schon Maximalaufbau tatsächlich? Oh, ich habe ein schwarzes Bild. Oh, mich jetzt rausgehauen, ja, das ist ja super scheiße. Oh, es ist scheiße. Ja, dann muss ich das Spiel schnell neu starten. Geht alles natürlich von der Zeit ab. Das ist blöd. Ich habe nur noch 3 Minuten. Ich glaube, ich hätte auch den R8 kaufen sollen. Ich wusste nicht, wie hoch der GTR geht. Ich glaube es fast, es war schon Maximalaufbau. Ich dachte, der geht bis X, aber es geht anscheinend gar nicht. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Dam, da, dam, dam, dam. Ja, das sehen wir nochmal schön hier, wunderbar, wie das Spiel so startet. Ah, das war fail. Ich glaube, ich hätte gleich auf den Sofortkauf gehen sollen, auf das Pokern. Das hat jetzt zu viel Zeit gekostet. War, glaube ich, keine gute Idee. Bam, 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 bam. Da warten wir kurz. Na, 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 na. Doof. Ich dachte echt, man kann da viel höher tunen bei dem Teil. Doof. Dass er nicht auf die X-Klasse geht. Ach,
Echt? Den kann man auf die X-Klasse prügeln. Hätte ich ja doch den R8 nehmen sollen. Da könnte man, hätte man halt den V12-Motor einbauen können oder war wahrscheinlich schon eingebaut. Ich könnte noch schnell auf den R8 switchen, ja. Also ich meine, ich muss mich ja nur am Ende auf das V-Do festlegen und halt eben die 125 ausgeben. Was ich da währenddessen ausgebe, ist ja egal. Das kann ich ja als Darlehen machen. Ich gebe das Auto dann wieder so zurück, sozusagen. Aber wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Wenn ich mich jetzt entschieden habe, habe ich mich entschieden. Ich habe sowieso keine Zeit mehr. Ist jetzt halt so. Ah, komm, lad schneller. Ey, 2 Minuten Ladezeit schon mal verbraten und ist auch doof. So, da haben wir das Teil. Festival-Bereich. Ich mache jetzt mal Blitz-Tuning einfach. Automatisches Upgrade. So, auf S2. Jetzt gucken wir gerade mal, was er da macht. Tatsächlich, das 65 ist das höchste. Ey, ohne Scheiß. Nee, dann holen wir uns doch jetzt nochmal den R8. Komm. Jetzt müssen wir aber uns beeilen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der doch höher geht. Audi. Müssen wir den erstmal finden. 2013er R8. Wo ist er denn? Zwei 16er? Ist denn der 18, der 13er? Hä? Ist ja gar nicht hier aufgeführt, oder was? Ah, da, hier. Ich bin blind. Maximalkauf 110. Also, ich gebe den GTR zurück. Ja, ihr wisst Bescheid. Ist nur zum Ausprobieren. Ja, nur zum Ausprobieren. Ich höre auch schon die Kommentare. Du hast dich entschieden, jetzt musst du ihn nehmen. Bla, bla, bla. Glaube, ich hätte es nochmal spezifizieren sollen. Ich Idiot. Ach, verdammt. Ich glaube, ich fahre mit der Isetta. Meine Fresse. Ich glaube, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Zu viel geguckt. Nix Fahrzeugtyp hier. Klasse. S2. 110. Ich muss das Auto dann auch echt so fahren, wie es eingestellt wurde, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Zeit ist jetzt eigentlich auch abgelaufen. Aber da ich jetzt neu starten muss, ja, müsste mir jetzt die Zeit gönnen. Also 94, was haben wir noch? 95, ne, nehmen wir den hier, oder? 95. Welcher ist jetzt da gut? Das ist jetzt auch die Frage, ne? Mal den. Komm, wir nehmen jetzt einmal den, oder? Scheiß drauf. 94, ne, der hat 94, gab's noch 5, der ist 95. Nehmen wir den. Ne, komm, wir nehmen den hier, komm, der sieht cooler aus. Fertig, Ende aus, Zeit ist um, was soll's. Nix getuned, nix gemacht. Muss jetzt funktionieren. So, warte, Leute, fertig ist es. Ich hab sogar ein bisschen überzogen. Bleib da stehen, Maxi. Ja, du bist vor allem rausgeflogen. Ja, ich musste das Spiel neu starten, da ging auch noch mal fast 2 Minuten drauf. Ja, so, ich hole gerade mein Auto vom Aktionshaus ab. Ich hab viel zu lange im Aktionshaus verbracht. Echt? Ja, es war, ich hab mehrmals versucht, auf was zu bieten, hat nicht geklappt, dann war schon mehr als die Hälfte der Zeit weg. Oh. Dann habe ich mir ein Auto gekauft und habe gemerkt, da kann man gar nichts mehr groß tunen, deswegen habe ich mir jetzt nochmal ein neues gekauft, habe das andere sozusagen zurückgegeben. Ja, das kann man auch die zweite Wahl machen. So, ich lösche das jetzt auch, das ist quasi verworfenes Geld, aber ist jetzt egal. Warte mal, geht das irgendwie? Warte mal, ich steige mal das andere ein. Ich habe also nichts dran getuned. Ich muss das jetzt so nehmen, wie der das mir gegeben hat. In der Hoffnung, es taugt was. Aber ich hatte eh nicht viel Finanzen. Ich hätte jetzt sogar noch Geld über. Das wie viel Budget hattest du? Das Bodykit hat es jetzt nicht das mehr gereicht. Das werd ich gleich noch sagen, wenn wir alle drüber reden. Aber warte mal, kriegst du noch eine Einladung. Komm ich auch noch kurz in den Wald? Ich hoffe, der hat ein gescheites Tuning drauf gemacht, ey. Sonst krieg ich's kotzen, ey. Wer will noch einen Invite? PL. Ich weiß nicht, Sucho hat mich in der Liste. Den ich hab, der sieht schon böse. Wen soll ich einlassen? Simple Air. So im Dunkeln mit den Lichtern. Okay. Ja, mein Gameplay ist vorne abgestürzt. Prüfer Cordel, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mein Auto. So, ich lösche das Fahrzeug. Eigentlich so ein Baby. Schon, da ich letztes Mal Maxi, ich will mal wir haben ja nur Offroad-Leistung, ne? Ja. Hab ich diesmal halt ein bisschen dafür gepokert. Ich schick dir mal einfach die. Alles für alles gut. Außer für. Okay. Oh, irgendwie habe ich mir das besser vorgestellt. Ja. Scheiße. Lol, Alter, wer kostet sich denn da freiwillig einen Jeep? Ich habe genau das Auto gefunden, was ich gesucht habe. Auch Newtonmeter, Maxi? Als ob. Maxi, ich brauche noch eine Einladung und dann treffen wir. Ich habe dich eingeladen. Achso, okay, wunderbar. Ich habe schon eingeladen. Ich finde, die Variante finde ich deutlich spannender. Ja. Und da steht noch Ventador mit drin.
Ja. Ja, spannend, aber die Zeit ist zu knapp. Warte mal, was hast du geschrieben an Newtonmeter? Ja, Winterdorf ist ja, aus meinem Auto. 1,494. Ja, hab ich. Wie viel ist dein Auto? Andi! Andi, genau die Idee hatte ich auch, mit so einem Subaru zu holen. Ja, ich hatte heute nicht mehr Geld. War das der in dem normalen Rallye-Design oder war das nicht? Weil ich war kurz darauf, einen zu kaufen für auf 35 oder so. Der war, glaube ich, abgeschrieben oder so. Aber Moritz, für den Bodykit hat es nicht mehr gereicht, oder was? Ein Ausgleich habe ich auch schon gesagt. Du, Marvin? La 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 la. Ich glaube, Andi könnte auch ein ernstzunehmender Konkurrent sein in dem Subaru, die gehen immer alle sehr, sehr gut. Nein, garantiert. Nicht? Er hatte nicht viel Geld. Audi. Er hat kein Tuning. Kein großes. Ah, das ist ein Serien-Subaru oder was? Ja, nee, nee. Was hat denn der für ein LI? Das sag Alter, ich vier Aventador-Motoren. Opa. Kann ja auch so nachgucken. Andi hat ein LI von 903. Das ist ein P1? Alter, der geht schon nicht schlecht. 75. So. Also wer auch immer den Aventador gesehen hat zuerst, hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass es ihn so günstig gibt. Oh, Ray. Ach doch. Okay, wow, ich hab nicht mal den großer Bruder. Wagen in der Runde. Irgendwoher kenne ich diese Aventador. Auf einen Aventador habe ich sogar geboten, auch so einen blauen, aber der war dann zu teuer. Leider. Mit der Zeit. Die Autos aber auch. Hast du auch einen Aventador-Motor drin? Klingt so. Ich denke mal, dass einer drin ist. Wobei? Hast du 7 Liter V12? Ja, doch. Es ist ein Aventador, allein vom Klang her. Aber dann haben wir jetzt 5 Aventador-Motoren. Naja, 7 Liter passt. Hat jemand einen Viper-Motor? Den hatte ich vorher Matrix drin. Proxy. Das reißen wir in den Kurven wieder raus. Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Rübercorde, was hast du getrunken, bitte? Naja, ich würde sagen, der muss pink sein, ich würde sagen, das selber aus Sense im Huber, nur viel weniger. Ja, aber die Farbe passt nicht. Naja, egal. Einer fehlt, glaube ich, noch, oder? Ja, jeden Bär ist weg. Okay, irgendwie ist rausgeflogen. Ist egal, fällt dann irgendwann auf. Ja, dann würde ich sagen, da gehen wir es einfach mal wieder, wie immer, ganz schnell, einfach mal ganz kurz durch. Fangen wir mal bei Prüferkordel an. Was hast du gezogen, was hast du gefunden? Ich habe einmal 20, einmal 40, einmal 35. Und dann dachte ich, ich hab nämlich vor Ewigkeiten mal einen richtig guten Jeep, richtig günstig gekauft. Und dann dachte ich mir, als ich den gesehen habe, dachte ich, versuche ich mein Glück. Und er hat 50 Riesen gekostet. Er war schon S2. Dann hat aber nur den Standardmotor, höher konnte man ihn nicht bringen, also habe ich den 8,4 Liter V10 aus der Viper eingebaut und naja, das Beste draus gemacht. Okay, Sucuk? Ich habe 45 und 15.000 Credits gezogen, habe mir den M3 für 100.000 gekauft, habe das Serientuning runtergetan und dann nochmal eins selber gemacht. Ohne was auszugeben, ja. Okay. Dann Handsome Huber. Ja. Ich habe einmal 75, einmal 20, einmal 25. Dann habe ich mir für 60.000 im Auktionshaus dieses wunderschöne Ding gekauft. Allrad war aber schon drin, waren aber die falschen Felgen drauf. Demnach alles reingeklatscht in die Kiste, was geht. Ja, das ist recht schnell, unfahrbar, genauso wie es will. Andi? Ja, ich hatte 10, 10 und 15. Aber ich hatte tatsächlich trotzdem relativ viel Glück gehabt, den Subaru für 18.000 gefunden und der war schon S1 mit einem Ready-Setup. Ja. Heißt, da konnte ich schon relativ viele Teile einbauen, ich musste halt nur Rennreifen und Stabis umändern. Okay, Scarface. Der war auch nicht drin. Ja, ich habe 45 gezogen, dann 50 und dachte mir so, na scheiße, und habe dann noch den 430 Scuderia gezogen. Ergo 150.000, da ja 300.000 wert ist. Hatte dann also 245 zur Verfügung, hab mir für 200.000 glatt den GT3 RS geholt. Für 36.000 konnte ich dann auch mein Tuning oben drüber legen, hab halt noch einen Frontsplitter dazu und dann gib ihm. Du hast dir bei 95.000 gedacht, ach scheiße. So, ich glaube, Renegade braucht nochmal eine Einladung. In der Zeit genau. Hören wir mal die Leidensgeschichte von The Fast an, die gar nicht so aussieht, wie es das eine Leidensgeschichte wird. Naja. Also ich hatte insgesamt 215.000 zur Verfügung, habe den McLaren 570 für 100.000 gefunden im Aktionshaus. So gut wie Volllaufbau mit V12 Bitur drin, das war's.
Was auch sonst. Dann haben wir noch den Moritz. Bitte versuche für unsere Zuschauer, das nicht so sehr im Dialekt zu verfassen, dass sie es auch verstehen. Das wäre sehr hilfreich, glaube ich. Ist wohl AFK. Ja. Sagt halt gar nichts. Ja. Next. Okay, dann Simply. Ich hatte den XJ220, 75 und 20. Mathe-Leistungskurs sagt mir, das sind 270. Und dann habe ich das hübsche Ding für 264 gefunden. Und dann gab es noch ein paar hübsche Felgen. Okay. Ja, wenn man so viel Geld zur Verfügung hat, kann man auch protzen, ne? Dann Proximite. Ich hatte 110.000 zur Verfügung und habe dann durch Zufall so einen schönen, wunderschönen Cam GT4 in Vollaufbau gefunden. Mit 4 Liter GT3 RS-Motor und Allrad. Okay, dann Pro-Game. Ja, ich habe insgesamt 20 den Nobel N600 um 10.000 gezogen, das waren 255, knapp 140.000 den R8, der auch schon ein paar Teile drin hatte, eigentlich alles außer Motorteile drin hatte, weil ich den V12 noch mit Biturbo eingebaut habe und Vollaufbau. Dann hast du jetzt aber noch weit über 50.000 über, oder? Nee, ich habe der V12 kostet halt 45.000, ich habe noch irgendwie... Also ich bin so bei knapp 240.000 von 255. Okay, ja, das passt. Ja gut, dann haben wir Renegade. Jo, ich hab den hier, also ich hab insgesamt gezogen mit Auto durch 2 gerechnet 175.000 und hab mir davon dann für 171.000 den schönen Lambo hier im Vollaufbau gekauft. Krass, für so wenig Geld hast du den gefunden, ey. 171.000, da konnte ich nicht widerstehen. Ne, klar, das ist ein Bombenangebot. Gut, hätte ich jetzt nicht kaufen können, weil ich gar nicht so viel Geld gehabt hätte, aber okay. Also bei mir, ja, ich habe erstmal gedacht, komm, ich nehme was beim Sofortkauf, dann konnte ich doch nicht widerstehen und gucken, was gibt's so beim Bieten. Dann habe ich auf ein Ford GT geboten und noch auf ein Aventador Vollaufbau habe ich geboten, weil die so billig drin waren. Hatte ich aber beide nie Glück natürlich. Dann war die Zeit schon halber um. Dann habe ich mal geguckt, was kriege ich denn überhaupt fürs Geld? Also kurz zur Vollständigkeit. Ich habe zweimal 25 und einmal 75.000 gezogen, macht 125.000. Also voll okay. Dann habe ich mal geguckt, was gibt's denn so für 100.000? Dann habe ich natürlich nur Ultimas gesehen, was mich angekotzt hat. Deswegen habe ich dann mal nach modernen Supercars gesucht. Da gab es dann einige Nissan GTRs und eben ganz viele R8s von 2013, also das eins ältere Modell. Dann habe ich gedacht, komm, nehme ich einen GTR, das ist immer eine gute Wahl. Dann habe ich auch festgestellt, dass der GTR gar nicht so hoch zu tunen ist, ja, in den letzten paar Minuten. Und dann habe ich dann gedacht, gut, dann gebe ich den jetzt doch wieder ab und habe dann doch nochmal für das Geld dann den R8 geholt, der einen hohen Leistungsindex hatte. Dann war die Zeit aber um, also ich weiß keine Ahnung, was der getuned hat. Ja, also es könnte jetzt auch richtig schief gehen. Vielleicht ist es ein Drift-Setup, ich weiß nicht. Ist aber egal. Wie schief geht, ja. Man muss sich ja selber immer ein bisschen Herausforderungen suchen und so weiter und so fort. So, der Nissan GTR ist übrigens auch schon gelöscht. Ja, so für nicht, dass jetzt irgendwie heißt, ich kaufe mir alles und suche mir das Beste raus und so. Bla. Das ist der erste Ausgabe in meinem Lernen raus. Ist egal. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal. Nee, Track Race machen wir sowieso, dann machen wir ein Track Race und dann gucken wir mal. Ja, die ganzen Lambo V12. Ja, ich finde es gerade interessant. Ich habe einmal Pech und dann stehen die drei Aventador. Oh, sorry, Ray. Ich habe aber, glaube ich, kein Turbo drin. Oder? Klingt nicht nach. Also, ich höre kein Turbo raus. Das heißt, ich glaube, ich habe zwar den Aventador drin, aber keinen Turbo. Ich habe 2,1 Bar Ladedruck. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ich drin habe. Gerade mal gucken, oder? Den Turbo hörst du gefühlt nicht. Ja, ich merke, ja doch, ist Turbo drin, muss drin sein. Ich brauche noch die Rechte, dass ich das starten kann und so, weil ich bin ja rausgeflogen. Da Base! Oh, ja, ich weiß. Aber ich sehe so. Ich schäme mich ja schon. So, los geht's, liebe Kinders. Der Rallye hat auf jeden Fall hier voll die Aerodynamik dran geklatscht, das heißt, ich werde wohl wahrscheinlich jetzt hier nicht so. Beim Track ziehe ich gar nichts. Das halt lustig, wie viele Aventador-Motoren haben wir insgesamt? 5 oder so. Ja, das war aber irgendwie abzusehen bei dem Format, dass sowas passiert. Also. Ja. Aber deswegen ist ja jetzt auch mal eine Sonderausgabe, die werden wir nicht so oft machen, ab und zu halt mal so zwischenrein. Aber auch schön ist halt, dass dann noch drei unterschiedliche Autos halt noch einen Aventador-Motor haben und nicht nur Aventadors sind.
Also ich bin unschuldig, ich habe nichts dran getunt. Ich hoffe, dass der irgendwas Gescheites getunt hat. Wenn du jetzt halt einfach querfährst, wir ja, ich glaube, es ist echt so, trifft der also kommen. Ich komme halt voll echt. Also ich, heute bewerbe ich mich, glaube ich, schon, ohne dass ich es weiß, auf einen Mimimi Award. Rapey, ich habe nur 200 einfach 90 Grad winken nach rechts. Oh. Also ich würde einfach sagen... Der Aventador ist halt bei 999, alles klar. Der Local Modus wird euch fertig machen. Sechs Motoren halt. Interessant finde ich das mit den Leveln, dass alle Gold sind bis auf 2. Boah, wie kurz hatten wir... Ja, tschüss. Micha! Hast du nicht mehr... Komm, Andi, wie... Alter, das haben wir... Ja. Alter, ich komm, das ist halt so lächerlich. Nee, Alter. Nein, ich hab... Ich hatte... Und das in Automatik. Ja, das Problem ist, glaube ich, wir haben echt die Aerodynamik. Die kommt extrem aus. Was? Andi, das, ich war eine halbe Fahrzeuglänge. Hä, wo ist Andi? Ich kann Aventadors auseinandernehmen. Marvin, ich war eine halbe Fahrzeuglänge vor dir. Nein. Doch. Niemals. Synchro. Also, warte mal, bei mir war der andere Aventador Dritter, ich Erster und der auch dazwischen. Naja. Also bei mir war ich Erster. Also bei mir war ich Letzter. Also die ersten 200 Meter hätte ich gewonnen mit Porsche. Wo ich immer sagen. Ja, da war ich auch noch ganz gut. Hätte keine Fahrer alle abdrängen sollen. Boah. Hoffentlich kommt kein Topspeed-Test. Okay, könnte ich jetzt ab. Ja, okay, 2000. Renegade darf sich eine Rundstrecke raussuchen. Offroad. Oh ja. Offroad. Weißt du, oh, ja. Nix Offroad. Rundstrecke heißt Rundstrecke. Offroad. Jetzt hab ich ein Goliath. Goliath. Offroad. Rocky, auf jeden Fall der mit dem unscheinbarsten. Ne? Ich weiß nicht, ich hab kein Topspeed. Ich hab nur Topspeed von 360. Es geht jetzt gerade um Rundstrecke. Achso, ja, das auf jeden Fall. Jetzt lass doch mal Renegade suchen, bitte. Darf ich auch die Rundenzahl aussuchen? Dann habe ich nämlich was Schönes. Ja, wenn es nicht zu lang wird, darfst du es machen. Okay, dann nicht. nein, Goliath wäre es nicht gewesen. Das wäre 20 Runden Achterstrecke gewesen. Ja, ja, 20 Runden ganz bestimmt nicht. also 5 Runden ist absolutes Maximum. Dann nehmen wir doch mal die Achterrundstrecke. Ich mag die irgendwie. Die Wüstenacht, okay. Oder was? Ja, Achterwüstenrundstrecke. Micha! Zieht sie jetzt ab. Da können wir auch nicht fahren. Noch ein Ach, so ist. Aber ich weiß noch genau, wer da gewinnen wird und wer der GT3 ist. Ich meine, Rally Fighter. Warum sollte der gewinnen? Weil der GT3 ist. Das ist halt so ein Auto, das kannst du gut in Kurven jagen. Und du weißt aber schon, dass es der 997 ist und nicht der 991, ne? Das ist ein 991 GT3 RS. Echt? Okay. Na, hab ich gar nicht gesehen. Ja, okay, gut. Der geht da natürlich schon gut um. Also, jetzt stehe ich hier voll unter Druck. Ja, Micha, mit dem Auto musst du gewinnen, also, eigentlich. Ja, ich finde auch Micha. Ballwegen mit Lenken. Ja. Alles klar, also, ich meine jetzt aber trotzdem nur. Vor allem dadurch, dass es dein Tuning ist, Micha. Ja. Du fährst dein eigenes Tuning. Ja, wir haben aber auch Karren dabei, die hier um einiges mehr. Ja, wie der Rally Fighter. Genau. Zum Beispiel. Also ich vertraue jetzt einfach mal blind auf ein Tuning. Wenn nicht, ich schreibe eine Beschwerde-PM an den Typen. Von Tuner, der glaube ich nicht mal eine Sterne-Bewertung oder so hat. Also wenn wir Ray gleich so quer in der Kurve sehen, wissen wir Bescheid, ne? Oder vielleicht drifte ich jetzt so gut, wie ich noch nie gedriftet habe, wer weiß. Formula Drift. Oh! Nee, das ist Drift-Tuning. Oh, passt Tuning selbst. Ja, hey, guck, was soll ich sagen? Das Kollidor eigentlich. Ja, hab ich jetzt. Hinter mir, okay. Ich hab einfach... Du Huber ist hinter mir. Was ist da los? Hinter mir steht Raya Aventador, ich hab Angst. Schieb mich. Oh. Kollision an, ne? Okay. Ach, ohne Kollision? Ja. Oh, schade. Jetzt hätte ich dich geschoben, Andi. Oh! Fuck, Bremsen hat er schon mal nicht eingebaut. Oh Gott, ich hab ja gar keinen Grip. Immerhin hab ich die Rennreifen und nicht die Offroad-Reifen. Meine hat nicht mal Reifen. Ja, hey, so dieser V12. Die einem auf der Geraden. An einem. Nein, wieso rutsch ich jetzt auch da so weit raus? Das gibt's doch nicht. Ah, gut. Alter, nein, ich hab keinen Grip. Es fuck. Oh ja. Micha, kriegen wir den da vorne? Ich sage, keine Ahnung. Weiß nicht, der zieht auf die Geraden ganz schön ab. Wie V12 vorne, ne? Das
so mies. Nein! Ah, komm! Einmal hat er oh, Leute, das war's. Alter, ich hab 500 PS und merk nicht, Checkpoint. Checkpoint verpasst, das war's. Gut, die haben ja alle hier 1400, schieß mich tot, PS, ja, das ja. First Spice, was ich abziehe, hier kann trotzdem nicht. Ja gut, aber oh, guck mal, der PGA. Ja gut, zweiter Kontrollpunkt. Ich glaube, ist zu spät. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man ein fremdes Tuning nimmt. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe auch das fremde Tuning genommen und auf der Teststrecke, wo ich gestresst habe, war das ganz gut. Nur passt das irgendwie nicht mit der Strecke überein. Oh, mach mal jetzt bitte nicht eher so raus. Alter, der schiebt ja mega an der Stelle, das ist ja der Wahnsinn. Komm schon! Oh Alter, Gott! Das ist ja jetzt schon peinlich. Aber fährt ja nicht schlecht hier. Dieser Moment, wenn er auf sein Heck sich. Der ist ja wie meine. Ja, das ist glaube ich nichts. Nichts so schlecht. Nein! Lass mal ein bisschen eincrew. Wow! Komm her, er auch. Was? Ich will's doch haben. Nein, ich bin so re-ray. Machst du das nochmal? Ja, leider. Ich fahr halt kein Aventador vor 12. Ich hab muss mir halt leider mit 4 Liter Boxe zufrieden geben. Okay. Ah, sind leer, krieg ich wieder auf den Geraden, zieht er schon wieder ab. Vom Sound geiler. Ja, auf jeden Fall. Auch vom Fahren her geiler, aber du hast halt einfach 1400 kW. Und ich hab Quattro. Ja, den hab ich auch. Ja, verdammt. Echt, du hast Quattro und Porsche. Aber ich fahre nicht. Alter, was war denn das jetzt bitte? Oh, genau deswegen hasse ich eigentlich so Arcade Games. Well. Ist kein Kommentar dazu. Anfang lief das sogar noch gut für mich. So. Kein Kommentar jetzt da dazu. Oh, Scarface, guck mal unsere Zeit. Nein. Aber trotzdem, der geht jetzt relativ die beste Runde, oder? Nein. Okay. Das hat der Audi R8 oben. Achso! Der 13er. Da kommt ja, mal der Dorf stehen. Ich hatte in der zweiten Runde am Checkpoint vorbeigehauen. Ja, ich hab. Mein ich typisches Problem. Nochmal mich zwei Checkpoints verpasst. In der dritten Runde wollte mein Heck mich oben rum überholen auf der Kuppe zur ersten Kurve. Ja, das ist Ray aber auch. Das ist so scheiße. Also ich muss halt davor bremsen. Oder Gas wegnehmen, dass du nicht so heftig springst. Micha, du hast ja glaube ich endlich Chance, du hast mehr Downforce als ich in der Kurve. Prüferkordel darf sich ein Grip-Rennen raussuchen. Oh ja. Oh, Grip. Kein Offroad, mein Auto ist halt. Oh ja. Oh, Huber, ja. Deine Chance. Nee, warte mal, Grip ist doch Offroad, ne? Scheiße. Grip ist nicht unbedingt Offroad, aber. Ja. Schotter halt, zum größten Teil. Ja. Kurdel, bitte. Schuck im Falken BMW, so. Na, ihr braucht mich nicht zu. Mit Allrad. Ja, ich bin ja selber ein bisschen schuld. Ich hab mich selber ein bisschen in diese Lage gebracht. Sekunde. Epoxy, das lag auch an dem Design. Was? Achso, dass du den R8 gekauft hast? Ja, so, ich finde das hier. Dass der so schnell ist, der R8. Ja, laber weiter. Das Motorsport ist zwar gut, aber die waren gut, als sie Porsche gefahren sind. Oh ja. Bergaussicht Griprennen. Das beim Yara Valley. Also da bei der Teststrecke. Ja, keine Ahnung. Was? Oh, aus Sicht Griprennen. Ganz oben bei. Ja. Einfach zu mir teleportieren. So, okay. Wo bist du? Yara Valley, Berg aus Sicht Griprennen. Mountain View Scrum. Oh, nein! Danke. Oh, du kriegst uns alle. Das ist doch das mit diesen scheiß Sprüngen, oder? Genau. Ja. Ich liebe dich. Der Part. Handsome Huber hat gewonnen, instant. Ich liebe dich, Kurdel. Ne, ich war selber auf Offroad. Ganz gute Chancen. Oh Gott. Ich glaube, Andi hat ich muss auch Aventadors. Darf man noch tunen? Ich hab gar nicht so tunen, jetzt chillen wir. Also sprich, Fahrwerk hochlegen oder so? Also Rally Fighter und Jeep, da sehe ich gute Chancen. Ja, tue ich auch. Und für den Subaru sehe ich auch gute Chancen. Ja, bei Rally Fighter setze ich auf Sieg. Also wehe, du verkackst das, ne? Das musst du jetzt gewinnen. Ja. Huber, eine Chance. So, jetzt Kollision. Und Andi wird Dritter im Subaru. Achso, an. Wie wär's mit an? Kollision an. Oh. Oh Gott. Ey, ich hoffe, ich starte vorne, dann block ich euch alle sowas von. Jungs, alle zuerst vor den Rallye-Fighter und ihn blockieren. Ich euch alle reinfahren. Vor allem bei mir heißt der Name Reliant Super Special, Alter. Voll der Fake. Damals mal mit dem Reliant haben wir da mal ein Rennen gemacht. Oh Gott, mit dem Reliant. Reliant Super Special, ey. Schon ein bisschen lebensmüde, oder? Habt ihr eine Runde fertig gekriegt? Mit oder ohne Stützräder? Weiß ich nicht mehr. Beides, glaube ich.
Nur links. Habt ihr ja, eine Runde bei der Strecke. Ja, stimmt. Wenn du nur links ein Stück Stützrad hast. Aber jetzt darf ich das mal nicht verkacken. Mein Auto ist halt primitiv. So. Ich hab so Angst. Lass mich vorne starten. Oh Gott. Oh, Huber startet doch noch als Zweiter. Echt? Alter, ich weiß es noch gar nicht. Huber gewinnt. Naja, es geht erstmal über Straße. Haben wir Chancen. Ja, aber Hauptsache. Marvin. Ja, nice. Easy. Marvin, eingekauft. Marvin, du bist tot jetzt. Easy. Ich nutze dich. Also, ich würde sagen, der Achter vorne, also nicht meiner, ist zum Abschluss freigegeben. Ja, klar. Erste Kurve, weg damit. Alter. Yo, alter Leute. Läuft, sorry, ich muss irgendwie einen Checkpoint kriegen. Alter, ey! Viel Spaß, Andy. Richtig gut, ich wurde gerade in einen Checkpoint geschubst. Ich hätte ihn verpasst. Wenn also ihr anfangt zu schieben, fang ich auch an. Wir helfen uns auch immer gerne gegenseitig. Wir haben das Checkpoint rausgeschmissen. Danke, sorry. Ja, stimmt, wir haben uns gegenseitig rausgeschmissen. Sehr schön. Nein! Ja, komm! Alter, ja, ich hab aber den Checkpoint noch bekommen. Komm! Wir schicken uns gegenseitig an. Nein! Oh fuck. Oh, Micha! Nein! Einfach nur Selbstmord. Alter, mir leckt es gerade. Ray, ich hasse dich! Also hast du verpasst, oder was? Ich hasse die Letzten, ne? Mein Auto soll in diesem Bereich. Sorry. Micha. Das könnte sogar unter Umständen passieren, tatsächlich. Ich hoffe, dass sich dein Spiel aufhängt. Hat schon. So was wollen wir jetzt hier gar nicht sehen. Aber wenn man halt, den 8 nicht beherrschen kann, Marvin, ja, sollte man halt keinen brauchen. Dann soll man wenigstens um die Kurve fahren, richtig. Und nicht einfach Leute wegdrehen. Da bist du selber schuld, wenn du dich innen reingehst. Kommentar die Leute da vorne, verkackt die Sprünge. Nein. Langsam ist das Platz, das ja, passt schon. Andi sagt Autostrecker auf der Gut. Autostrecker auf der Gut. Du weißt, oh, sorry. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Wir haben auch der Abschnitt da hinten ist so ein Rotz. Offroad-Part ist ja echt nicht schlecht, aber mir fehlt halt die Leistung. Ich hoffe, es gefällt euch. Also ich habe mich in der ersten Runde erstmal zweimal gedreht. Andi! Da komm, in der zweiten Dreher habe ich dich wieder hingedreht. Ja, ich weiß, aber der erste war ein kompletter Überschlag, muss man hier Ray fragen. Ja, ich sehe es ja da. Ich glaube, bei Ray ist es ein Offroad-Setup. Ich glaube. Nee, gar nicht. Ray fährt Rallye 8. Ich fahr da richtig langsam rum, weil sonst du wieder nichts. Aber wir kriegen dich. Nee, ich nicht. Nehmt mich auch nie wunder, wenn ihr mich nicht kriegen würdet. Ja. Ja, mach ruhig. Fuck. Hands to move, Ding schiebt in die Vorderachse ist fuck, ey, das ist der Hammer. Ja, da gibt's ja auch so. Da gibt's ja immer noch einen Handling-Abschnitt. Ja, ich weiß das. Nein! Auch. Oh! Da geht's ja auch. Dann du auch. Aber hallo. Wenn ich sie abschieße, werde ich bestimmt Erster. Ja, Baum. Boah, aber diese. Ey, ohne Mist, der Cayman mag die Sprünge überhaupt nicht. Das ist halt. Ach, mal zwei, keiner von den sportlichen Autos, glaube ich. Oh, danke fürs Anschieben. Oh, nein! Na, oh! Nein! Nein, Checkpoint verpasst. Ich fahr bei der einen Rechtskurve auf dem Rumpfad, da fahr ich einfach nur an der Wand entlang. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der hier ein Offroad-Fahrwerk eingebaut hat, weil so tief wie der liegt, muss er fast echt Offroad-Fahrwerk drin sein. An jedem scheiß Sprung voll unter der Bahn. Oh. Ja, Quark, sie haben wir noch gerettet. Ja. Oh, leck. Scheiße. Ja, also ich kann sagen, mir geht's im Jeep viel besser. No, doch nicht schnellste Rundenzeit. Suchok, was ist da los? Ah, nee, 1.05. Ha, ich hab echt schnellste Runde, oder was? Nein. Nee, hier, Program ist schneller. Ja, nee, das ist einfach nur, weil er die sauberste Runde so schnell gefahren ist. Das ist die sauberste gezählt. Gerade die letzte gewesen. Ja, ich soll die auch saubere Runde fahren. Ey, was ist das? Ich find super interessant, dass alle Aventadors da sind. Ja, aber. Die sind in Lambos halt nur für geradeausfahren gemacht. Eben. Hat man ja schon der Nordschleifen. Hat man ja schon der. Ja, die brennen einfach ab, wenn du geradeaus fährst. Ja, das hat. Hat man ja schon an der Zeit vom Hurrikan Performante gesehen, dass die gefaked werden muss, um schnell zu sein. Marvin? Ja. Einladung. Proxy. Naja, Hurrikan ist ja schon kurventechnisch schon gut, aber halt Aventador halt nicht. Ne?
Ja, ist trotzdem aber Kran hat auch keinen Vorzug. Und mein Spiel ist aber ich glaube nicht. Huber, jetzt tust du was. Also. Ray? Von wem das Spiel ist abgestürzt? Sojuk. Ja, da schließt mich ja, an. Ich bin schon am Neuladen. So, das nächste, was wir machen werden, ist ein und ja. Entscheiden darf es. So, pass auf. Bitte ich. Hab Angst. Hans Humor wäre immer super. Simply darf sich ein Offroad-Rennen raussuchen. Oh, nein! Oh, oh, oh. Nice. Das ist Schiebung. Ray, das ist Schiebung. Ja, die Schiebung, Zufallsgenerator. Nur weil du ein Offroad-Fahrwerk hast. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wie sehen denn Offroad-Rennen aus? Soll ich mal aufs Gas gehen, Huber? Zwei Rallye-Autos müssen es sein. Steht Offroad dabei. Ein Rallye ist Querfeld ein. Hier sind zwei. Ne, das sind Krip-Rennen. Ich bin dafür, sobald Ray in einem Auto Querfeld. Ein Offroad-Fahrwerk also verbaut Querfeld hat, ein, oder? Gesperrt. Ja, achso, ist das dasselbe? Ja, Offroad ist Querfeld ein. Dann machen wir Dschungelküste Fahrt. Das ist relativ weit unten bei so einem Blitzer. Oh je. Wo weit ja. unten? Dschungel hört sich gut an. Na, ja. auf der Höhe von dem Byron Bay Festival, ein Stück höher und dann links. Ein Stück höher und dann links. Bin dort. Kann ich, also ich, ja genau, ich port auch einfach mal hin, dann seht ihr das ja. Ja, wo? Weil ich glaube, da ist wenigstens ein bisschen Straße Lust. Mit dabei. Ah, okay. Ich porte mich zu mir. Ernst? Das ist aber ein Querfeld ein Rennen. Ja? Naja, ist doch. Ist das falsch? Nee. Offroad. Ja, weil das ist dann so wie das, was wir gerade haben, nur von A nach B. Ja. Wo ist na, das denn? Das ist doch richtig, oder? Was wäre denn ein Offroad? Das heißt entweder Querfeld ein Rundstrecke oder Querfeld ein. Das ist dieses Symbol mit den Bäumen drauf. Na, aber du genau, hast also müssen auf jeden Fall Bäume sichtbar sein. Ach so. Direkt daneben dran, zum Beispiel in der Nähe noch eins. Nee, Rundstrecke ist scheiße. Dann machen wir Wasserweg Querfeld ein, das ist von da nach links weiter. Ja, ich sehe es, ja. Okay. Oh je. Marvin, hast du mich hätte eingeladen? Es nicht einfach mal ein normales Sprintrennen sein können? Nein, es soll ja ein Offroad-Rennen sein. Herr Rass, wo? Wo denn? Beim Wasserfall. Beim Wasserfall? Einfach zwei. Nein, nicht am Zufallsgenerator. Das ist doch nee, bitte nicht. Ist das bitte nicht das? Oh nein, ist das Michael. Das? Das wird der mit durch den Das ist egal. Wasser fährt. Da komm ich aber P2 und 3 halten wir, oder? Versuchen wir's. Das war jetzt ein Spaß, jetzt pass auf. Ich bin da. Mit oder ohne Kollision? Ich hab mich schon eingeladen. Wenn dann schon richtig. Also mit Kollision, ja? Maxi, ich bin dafür, sobald Ray also ich bringe so keine. Das wäre doch albern, wenn es einen sauberen Start gäbe. Er redet halt noch mehr durcheinander. Maxi, Einladung Nummer 2 kommt. Ich bin schon dran. So. Boah, ich sag das noch ganz kurz. Maxi, brauchst du eine Einladung? Nee, ich bin schon. Ja. Ich antworte auch noch. Aber Sushuk muss noch. Ich jetzt mal ein, okay. Ja, das Andi. Dauert noch ganz kurz. Ja, sag, wenn du da bist, dann starte ich. So, was okay. Seid ihr? Dann schaut ich mich noch schnell dahin. Andi. Was? Du würdest deinen Wagen grob. Aber immerhin habe ich eine Amitrix Designer. Dein Ernst, Andi? Ich muss es synchronisieren. Dauert noch ein bisschen. Ich hab dir meine Einladung geschickt. Aber das Design habe ich halt auch auf meinem R8. Ja, kann das? Auch, nachdem habe ich mich ja auch entschieden. Ich hatte zwei R8 zur Auswahl, dann habe ich gedacht, ich nehme das mit einem schöneren Design. Kann es sein, dass außer beim Drag Race bis jetzt immer deutsche Autos die ersten drei Plätze belegt haben? Yep. Ja. Hä, hey, beim Drag Race auch? Und davon, Micha, du warst bei dem Rundkurs Dritter, ne? Ja. Ja, siehst du, und seitdem Porsche immer auf zwei du meinst, und drei, immer meinst, auf dem Podium. Halt, nee, Vierter. Jetzt immer ein deutsches Auto mit verdammt, italienischem okay. Motor gewonnen, oder wie? Ja, ist jetzt immer. Ja, das ist das wohl leider halt auch im Drag Race. Es liegt halt daran, dass keine Corvette mitfährt. Naja. Mit dem italienischen Motor meinst du? Andi, naja, ich muss sagen, ich fahre hier meinen Ami mit dem Ami-Motor. Würde mich weigern, in einen Porsche keine Isetta gekauft, weil das weil die zu teuer war. Ja, voll zum Glück passt das nicht. Das ist das erste, weil die so teuer war. Das hab ich richtig viel. Kostet 45.000. Also. Ja. Doch, ist so. Ja. Corvette zu teuer. Oh, 12 Liter, ja. Der aber Andi, hättest du 45.000 zur Verfügung gehabt, hättest du dir geholt, ne? Nein. Ich hatte 45.000 zur Verfügung und ich hab ihn mir nicht geholt. Andi zu hören. Also ich möchte kein Fahrrad fahren. Wir schmeißen zusammen und kaufen uns doch Andi noch eine Isetta-Motor, damit sein Subaru schneller wird. Den packt er hinter den Kofferraum oder was? Ja. Nee, um Beifahrerwitz. Nee, nein, wir machen das wie bei JP. Okay. Brauchst du dir Sitz eine Art Sitzheizung oder was? Ja, kennst du auch den Turbolader im Handschuhfach? Das reicht nicht mal, Micha.
So, liebe Kinder. Boah, ich glaube, ich war die ganze Zeit gemutet. Ja, ja, du ja. Ganz gut. Wäre echt früher auf, doch. Drum hat sie am Anfang weiter über mich gesprungen. Ja. Ray, ich würde jetzt Obacht geben. Warum? Weil ich vorne starte, oder was? Ja, warte, ich zieh euch ab. Nee, weil der Offroad ist. Alter, ich hab Offroad-Fahrwerk. Oh, Leute. Oh, Gott! Mann! Nein, nein! Oh! Jetzt zum blöd zum Autofahren, am Wetter so fahren. Marvin, doch! Was? Oh! Der Jeep schiebt mich erstmal fast in die Strecke runter. Der Porsche hat sie. Sorry! Oh, Gott! Oh, Gott! Nee, ich bin so weg. Ah! Verpisst euch doch von meinem Heck! Aber Marvin ist erstmal schön in den Teich. Jo, Alter, wie brettert er denn mit dem Audi da lang? Tschüss, Marvin. Komm jetzt da rum. Achtung! Hi. Alter, Alter, also wenn du hier nicht dominierst mit dem Rally Fighter. Weiß ich auch nicht. Aber es ist trotzdem krass, wie ich trotzdem mit diesem Teil hier mithalten kann, total. Gut, realistisch. Marsch! Kommt hier noch Asphalt? Alter! Nee, es kommt da was. Nein! Hätte man keinen Querfeld einrennen in der Wüste suchen können oder so. Der Nein. Porsche. Ist mir halt komplett im Wasser trotzdem. Du Scheiße! Sorry. Ich komm kaum vom Fleck. Ich bin leider selber von der Seite gesprungen. Ich rutsche hier einfach nur rum. Natürlich kann man den Baum nicht umfahren. Jetzt kommt mein Teil. Wow, das Wasser. Alter! Die ganze Zeit dein Teil. Alter, ich brauche eine Ausrede, das ist so weit hinten. Ey, was ist das für ein Drecksrennen? Oh Gott. Ich kenne sie nicht. Ich will mich halt einfach nur nicht überschlagen oder am Checkpoint vorbei sliden. Ray, genauso geht's mir gerade auch. Ich gebe das ganze Rennen. Oh, oder wegdrehen. Nein. Bremsen. Wasser. Ja, ich liebe Wasser. Ich habe. Danke, Arvid. Oh nein. Ach, ich hab auch noch die. Schade, es wäre knapp geworden. Oh, Baum! Alter! Da steht wieder ein Baum. Oh, nein! Alter. Oh, ich sehe Asphalt, Jungs! Noch mehr Wasser! Ein kleines Stückchen Asphalt ist. Alter! Oh. Ich gebe echt nur 50% Gas oder so, weil sonst komme ich hier überhaupt nicht durch. Ah, ich krieg sauberes Rennen. Wo kommst du auch? Bestes Rennen heute. Definitiv das Beschisseste, was ich mit dir. Es war das Beste. Alter, Micha, dein Ernst? Wintertour vorbei! Micha, dein Ernst? Ja, natürlich. Der liegt wohl ein bisschen tiefer am Wintertour. Marvin, bist du gerade rückwärts ins Wasser rein? Aber man muss schon sagen, dass ich mit dem Aventador jetzt Dritter bin. Auf der Strecke. Ja, und ich Fünfter. Ja, ja. Also. Und unser anderer Aventador-Kollege 12. Ich verteidige tapfer meinen dritten ja, Platz. Was? Alter Scarface. Micha, wie spielst du einfach Vollgas ins Wasser? Ja, ich hab's gesehen, auf einmal rückwärts, hä? Ja. Weißt du, Hands am Huber, nennen wir mal ein Gebiet. Gebiet? Da gibt's nur ein Gebiet, nämlich die Schiffswachs. Oh nein! Alter! Ich bin raus, ich gebe freiwillig auf. Danke dir. War lustig mit euch, aber. Welches davon? Oh, muss ich erstmal schauen. Danke, Jensen. Für die Leute, wo es interessiert, mein Aventador bloß 170.000 gekostet. Imponiert mir dann am meisten. Eure Aventadors haben doch alle Allrad. Ich nehme gerne alle kleine. Anderen Fahrzeuge in diesem Spiel haben Allrad, kleine, also entspannt euch mal. Ja, aber hey, ihr seid kleine, alle kleine Aventadors. Ja, okay, hat der GT4? Nee, hast du den GT4 Allrad eingebaut? Ja, schon, aber das Ding ist unfahrbar auf. Und Schotter. Frag mal Micha, wie. Bei Schiffswachs ist doch Wasser, hallo? Ey, Leute, ihr braucht euch jetzt gar nicht drüber diskutieren oder philosophieren, das ist doch ganz einfach. Was tunt ihr da lang rum? Macht einfach kurz vor knapp, nehmt ihr irgendein Tuning aus dem Aktionshaus, das wird schon passen. Und gewinnt jedes Offroad rein mit Nummer 8. Ja. Was zwar tiefgelegt ist wie Sau, was gar keinen Sinn macht, aber hey, läuft. Aber Micha, das war ja eben schon fast. Richtig dreist. Peinlich und dreist, ja, weil ich baller damit, was weiß ich, 160 rein ins Wasser. Ich fahre mir vorbei, Pech gehabt. Und du bretterst einfach an mir vorbei, als König. Stände ich
voll auf der Bremse. Oh Gott, ich bin trotzdem König. Auch König. Oh. Oh nein, Handsome Huber darf nicht den König bekommen. Der wird die dauerhaft behalten. Der könnte schon am Anfang direkt versuchen. Jetzt kann ich meine Masse einsetzen. Ich glaube, ich bleibe einfach stehen. Aber ganz ehrlich, das Auto vom Huber würde ich gar nicht anpacken, ja. Ich und weiß Huber nicht, hat mal wieder recht warum, gehabt mit dem Wheelspin und warum Offroad. Warum spielen wir nicht infiziert? Weil da wäre schon klar, dass Andi verliert. Das reicht sich sogar. Ah, nein, ein bisschen. KXD. Waffel. Oh Gott. Waffelkopf. Das wird doch jetzt Spaß machen. Also an meiner R8 steht da irgendwie saukomisch, aber okay. Starte im Wasser. Ich starte ja auch im Wasser. Ja, jeder startet hier im Wasser mehr. Ray, guck mal hier. Bei der R8, Ami. Aber warum? Das ist sehr lustig, ja. Aber ich werde es nicht lange haben. Immer noch stehen. Aber ja, ich bin. Ray ist der 8, hat sogar eine Höhe. Und ihm. So, was ist jetzt der Sinn in dem Spielmodus? Die anderen rammen, ne? Den König klauen. Ja, alle rammen. König werden und dann. Immer Ray rammen. Oh, ich bin nicht besser, das ist nicht so schlau. Okay. Ich muss wieder hoch. Kann der Cheat. Ah, das ist ja das kleine Feld, scheiße. Lieber Gott, hörst du mal auf, mich zu rammen. Ohne Scheiße, wie mit deinem Bissi haben. Ah, Maxi, Leute! Gerne. Hab ich gerne gemacht. So, jetzt, Fuck! Nimm die Bälle an. Zeig, was du kannst. Oh, da ist ein Jeep. Ja, der Jeep und der Logan, wow, die werden sie jetzt wohl reißen, oder? Richtiger Killer. Na, egal, ich versuch mal mein Glück. Wow. Die Andi hat natürlich auch gute Chancen sein. Ey, fick. Aber Haken schlagen. Kann man die Spielerliste irgendwie ausblenden? Ja, Steuerkreuz nach oben drücken. Ah! Oh. Und der mich im dritten. Alter, ja, rammt mich doch noch weg hier! No, oh. Ist immer noch Geist. Bist ja. Geil. Moritz, du bist tot. Du bist tot. Nein! Ja, was? Oh, sein Glück. Micha? Oh mein Gott, nein! Juck mich nicht, dass er gerade im Porsche steht. Echter Fehler habe ich gemacht. Was für Bilder hier. Und Ready Fighter springt nur halb um die Erdkugel. Oh, Alter, guck! Hey, das ist nicht wahr! 3 cm dran vorbei, hey, ich werde. Ich bin der König! Ja, jo, da wird man an die Wand gedrückt. Alter, halt doch mal jetzt den Arm in der Tor auf! Nein, bitte nicht! Scheiße! Nein! Oh, nein! Ich komme! Oh, ich schrei noch nicht kippen! Einfach nur Horror! Nicht kippen! Oh, das ist ein Zerfell, ey, das ist ein großer Rotz. Jo, Bro, Game, drück mir noch mehr auf die Rampe drauf! Ich bin direkt. Reicht schon, dass du mich vor einem Checkpoint fast weggedrückt hast. Ich muss da hinterher fahren. Fluchte Scheiße! Das war ja, genau! Diesen Cayman kannst du halt sowas von. Das war grad richtiger 31er. Ey, dafür will ich aber noch eine Runde Nein! Schlagen. Nein! Stell dich doch aufs Dach! Auf die Räder meine ich. Sorry, Andi. Ich kann nicht lenken. Das Fahrwerk ist so tief gedeckt, da bin ich auf dem Dach. Alter! Halt! Ah, du bist so viel schneller als ich. Ich spule Rapid-Fight. Oh, Scarface, alles klar. Das hasse ich so, wenn man so einen Geist bleibt. Na, Suchuk, komm schon an. Weißt du, jeder heult hier rum, aber Andi mit der wenigsten Leistung heult nicht rum. Alter, da braucht ihr nichts rumheulen. Mal froh sein, dass er mitmachen darf. Mann, das macht Spaß. Andi hast. Was? Nein! 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 Lass mich mal durch. Nein. Von online verabredet. Nein! Ich glaube, ich war einfach nur noch rückwärts gleich. Das ist keine Chance, der scheiß GT3, da haben wir so viel Grip, selbst im Dreck. Im Wasser geht der richtig gut, das hat der Aventador immer vom Ziel auch schon gemerkt. Oh wow.
Ja. Oh, ich bleib hängen. Das gibt's nicht. Ja, Jung. Mein. Oh, Micha, gewinn das noch. Auf geht's. Eine Sekunde. Ich bin rausgeflogen. Micha, gib mir Punkte als Porsche-Bruder. Ey, das gibt's doch nicht. Nein! Nein, du abgesetzt, das gibt's nicht. Ach komm. Okay. Oh Mann. Stopp. Ey, du bist der mein Auto. Das geht's doch nicht. Oh Mann, was für ein Dreck. Nein! Ja. Nein! Alter Huber! So eine Scheiße. Komm, ich will mindestens aufs Treppchen. Halt zum Huber. Wenn du mindestens überhaupt mal eine Sekunde bekommst. Jo! Die 4-5 über mich drüber. Ach, danke. Immer gerne. Nein, Huber muss abgesetzt werden! Ja. Schnell! Vorbei, nee, der kriegt mich eh nicht mehr. Ja, das ist jetzt. Ein Dritter werde ich sowieso nicht mehr. Brave, Brave, ohne wegnehmen? Nö, Witz, ich bleib Vierter. Nicht mal eine Sekunde. Ja! Ich hab mich verteidigt, mein dritten Platz. Ich glaube, das Beste, was mir hätte passieren können, hätte ich den scheiß R8 selber aufgebaut. Ich glaube, der wäre niemals so gut in diesem scheiß Geländezeug gegangen. Gibt's doch nicht. Hauptsache, ich bin der Beste von die drei. Doch, bei Roller. Und wieder Glück, Glück im Unglück, ey. Hammerhart. Also, ich denke, wir haben heute gelernt, dass da. Der ah, ja. beste Rallye-Fahrzeug. Ich weiß am Anfang noch rum, wenn man, ich hab nichts an dem Auto gemacht, ja, ich weiß nicht, wie der getunt ist. Würde ich ja nicht sagen, ich habe ja nur die Tatsachen da gelesen. Doch, das ist ja alles. Am Anfang noch Selbstkritik, bester Anwärter auf dem Mimimi Award und jetzt am Ja, das habe ich ja gesagt, dass es wahrscheinlich so drauf hinausläuft, aber dass es jetzt nicht so ist, ist ja was anderes. Ja, das ist halt der R8 als S1. So, ja, getan. So, ein Spiel machen wir noch. Ey Gott. Ich hoffe, es bitte auch mal Offroad sein. Kann das bitte nicht auch mal jemand auf Straße. So. Bitte Asphalt. Bitte Offroad. Nee. Ich sag nix. Race-Zufallsgenerator. Das liegt alles nämlich jetzt in Marvins Hand. Und der darf sich jetzt nämlich das raussuchen, was wir vorher fast schon gemacht hätten. Nämlich ein Querfeld einrennen. Oh, alles klar. Yes. Hey, yes. Meine Hand! Ach, kann ich nicht sagen, Zufallsgenerator. Michael, schreib einen neuen Generator, der immer perfekt funktioniert. Ja. Für ihn, was er braucht. Es ist noch drin. Ein Bremstest, Sprint, Straßenrennen, V-Max, Driftzone, Pizza, Gefahrenschild, infiziert, Flaggenjagd. Ja, ja. Und der Brems. Ich hätte, glaube ich, einfach das Rennen. Querfeld einrennen, Ray? Haupttafel. Ja, querfeld einrennen. Dann den Redstone-Pistenweg über den Flugplatz. Haut mich hin. Rechts neben. Jungs, hatten wir doch schon mal in der letzten Ausgabe. Ja, ist mir egal. Sieht einigermaßen akzeptabel aus. Micha. Wo ist der? Unser Gamble ist nicht aufgegangen. Neben dem Outback. Weißt du, ich hätte echt den Subaru damals kaufen sollen für Low 900 oder so. Gib mal den Audio 8 direkt. Ja, nee, Proxy ist gar nicht die Regel, dass man quasi fast all sein Geld aufbringt fürs Auto. Ah ja, aber den Subaru hätte ich dann Vollaufbau mit V8 bauen können oder sowas. Dafür ja, weißt du. Trotzdem. Wie viel hat 110, dafür krieg ich Glück. Also, ja, wenn wir jemals wieder so eine Sonderausgabe machen, weiß ich, was ich mache. Ich kaufe mir direkt irgendwas mit dem Tuning, ich mache gar nichts dran, weil bringt anscheinend Glück. Ein Gamertag, der wo eingeladen werden muss. Ach Gott. Renegade, das ist Wahnsinn, ich hab in der Liste. Anni, was hattest du gesagt? Du musst das ja für das Geld, was du hast, schon. Marvin, Kollision an, aus. Ja, ich hab's. Den Cayman, den ich jetzt hatte, der hat mein komplettes Budget gefressen. Der hat genau 110.000 gekostet. Ja, klar, aber deswegen hättest du den Subaru ja gar nicht kaufen dürfen. Ja, warum? Ich hätte ja auch einen teureren Subaru kaufen können. Ja, eben. Ups. Muss ja nicht das billigste Angebot nehmen. 50.000 oder so. Für 110.000 kannst du einen Subaru... Ich hätte mir für irgendwie 30 einen Subaru gekauft. Da gab es einen mit S2. Hätte ich noch 70, ein bisschen weniger gehabt, um ihn zu tun. Das wäre vielleicht die logischere Variante gewesen als der Grand Cherokee. Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist für, in meinen Augen ist das nicht fast alles. Fast alles ist in meinen Augen mehr als die Hälfte. Fast alles. Aber du musst zum Beispiel bei mir, ich habe 270 und gebe 264 aus, plus Felgen. Das ist fast alles. Ich hab irgendwie nur so 170 Credit zum Rest gehabt. Ich habe alles ausgegeben.
Ja klar, aber wenn halt einer sagt irgendwie, ja ich habe 100.000 und kaufe dafür 30.000 Subaru, dann ist das nicht fast alles. Und ja, ja aber das, gesagt, du kannst ja den Subaru ja, aber wenn du, dann, aber 70.000 noch dafür raushaust an Tuning, dann ist ja okay. Ja, das muss nur am Ende halt das Geld verpulvert worden sein, in das eine Auto halt. Also du kannst jetzt nicht mehrere Autos kaufen, sonst wäre mein Ding vorher eh nicht gegangen. Also, weil ich hatte ja schon zwei gekauft. Bla, ich glaube, du kannst, Ray. Laptop haben. Achso, ja. Ich kann nur kurz das umstellen, weil der, der nette Herr will ja unbedingt Kollision aus haben, damit er auch mal eine Chance hat. Nein! Wir haben jetzt wir haben beide gleich viele Sachen gewonnen. Echt? Hammer? Ja, das ist ja richtige R8-Werbeveranstaltung. Nee, du hast zwei gewonnen, ne? Ich würde mal eher sagen, drei, oder? 12 wäre. Nee, das hat doch der Uber gewonnen. Achso, nee, da wurde ich Zweiter. Ja, also wir wissen, dass die Aventador da, ich habe auch zwei gewonnen. Bei dem Rennen ist ja wie ein Sieg. Ah. Das ist V12 Werbeveranstaltung hier. Das ist schon alles. Ja, weil die den V12 standardmäßig haben. Huber, warum hast du kein V12 drin? Hat's Geld nicht mehr gereicht. Aber sonst ist es ein Vollaufbau. Aber weißt du, Proxy, dafür, dass wir nur die Hälfte der Zylinder haben, halten wir noch ganz gut mit. Und das Pink, das Pink bringt ja nochmal extra PS, das dürfen wir ja nicht vergessen. Naja. Ja, schon mal so 2000, ne? 3, um genau zu sein. Na, wie damals bei einem pinken Volvo. 3000 war das. Geht ja auch so wie JP's Fiat Multipler von 100 auf 200 in 2,9? Ja, 0,2. 0,2 von... Maxi, genau. er hat aber halt die neue NOS-Einspritzung. Ja, ja. Maxi in 2,9 Stunden vielleicht. Nee, wow, das ist das nicht. Alter, vorletzter. Ist Kollision jetzt eigentlich. Letztes. Ja, aber es ist keine Kollision am Richard. Guck mal, die ganzen Aventadors aus der Renegade stehen alle ganz hinten. Auch die da muss sie hinkören. Außer der Porsche. Richtig. Ja, der. Sind nach dem Stall eh gleich wieder vorne. Oh, Andi, das ist schon hart. Es ist halt echt lächerlich. Nein! Das ist super, da kommt man mit. Nein! Nee, gut, das ist meine Test. Das ist untersteuert. Aber dafür kannst du ja nicht nur bei dir. Bitte, es ist kein Verpass. Nein! Ah, oh, ich verpasse hier die ganze Zeit. Oh! Oh! Nein! Oh, Leute! Oh! Ja. Ey, ich springe sind mit dem. Ich springe sind mit der Tod für den Cayman. Was machst du denn? Bei mir fängt's bei den Sprüngen erst an. Ray, wie war das mit der Werbeveranstaltung? Mir hat mir das Rennen mit dem GTR von der letzten Folge besser gefallen. Ja. Ohne Scheiß, das ist doch ein Offroad-Tuning, was Ray hat. Ah, ja, klar. Ich hab ja gesagt, da ist auf jeden Fall ein Offroad-Fahrwerk drin, weil sonst würdest du das Auto niemals so tief bekommen. Weil das Offroad-Fahrwerk kann man ja lustigerweise am tiefsten legen im Spiel. Wahrscheinlich sind da auch Offroad-Reifen drauf. Nee. Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Aber der 2013er R8, der ist sowieso schon extrem tief mit den Rennfedern. Okay, ja, keine Ahnung, hab ich nie wirklich so krass getunt. Ja. Oh, der Sprung. Spaß beim Sprüngen. Das war gerade so eine Too Fast and Furious-Szene. Ach du Kacke. Micha, ich weiß gar nicht, wie ich auf dem Rundkurs so gut abschneiden konnte mit der Karre, aber hier geht gar nichts mehr. Micha, irgendwie haben wir das Gefühl, dass du mich mag. Ey, das gibt's nicht. In der Folge blockierst du mich und klaust mir dadurch den Sieg. Und in der Folge hier jetzt ist einfach an mir vorbei, so kackendreif im Wasser. Ich? Wo gehe ich an dir vorbei? Ich bin immer noch. Geht um das Rennen vorhin, wo du im Wasser so, ach so, kackendreif an mir vorbeigezogen bist. Der kann, ne? Jetzt hab ich eh verloren, weil ich hab nicht so viel Power wie du. Oder halt. Ja, was stimmt denn? Ich hab halt da auch Sport mit dem Power von den Aventuren. Nee, ich hab. Lol, wie er halt einfach den Shortcut ziehen, völlig daneben rast. Hier so recht. Jawohl! Aber sowas von recht geschieden ist. Komm, zieht ihn alle noch ab. Ich hab schon wieder meinen dritten Platz. Marvin ist von hinten. Ich bin einfach von hinten. Ah, so verdient, ey. So ein Shortcut gezogen, ey. Und dann fährt er voll ins die Pamba, ey. Nein! Also, man kann schon mal sagen, der 2013er von irgendeinem No-Name-Tumor, der ist das Beste. Ja. Komm nicht, kann der DRF. Ja. Oh, ja. Die waren erst in den 50er, das kann ich mir bis heute nicht vorstellen.
Ey, ohne Mist, ich frag mich ja echt, wie ich den Offroad-Rundkurs als Zweiter beenden konnte. Als Dritter. Ich frag mich, wie ich das eine Rennen da, wo Scarface noch so kackenreiß an mir vorbeigezogen ist, wie ich da überhaupt auf den Vierten kommen konnte mit einem Aventador. Richtig dreist von dir, Michael. Aventador. Und ihr Lamborghinis neueste Kreation, der Aventador. Aventador. Ja gut, Leute, Maxi. Dann sollst Aventador, du Aventador, was? Gewesen sein. Ja, das war mal eine Sonderausgabe, wie gesagt, mit Aktionsaus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bei mir war es ein bisschen arg verplant am Anfang, hat sich dann am Ende aber, wie man ja gemerkt hat, als sehr glücklich rausgestellt. Gut, ich muss mich da auch wirklich beim Zufallsgenerator, glaube ich, bedanken. Auch wenn ich glaube, wenn ich im Vorfeld gesagt bekommen hätte, ja, wir fahren viel Offroad, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht für diesen Erfolg gegeben, weil sieht jetzt nicht so danach aus, als ob er da was taugt. Aber ja, tut er doch irgendwie. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Falls ihr mal wieder Bock habt auf so eine Sonderausgabe von Wheelspin, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das wird jetzt nicht die Regel sein, aber ich denke mal so irgendwann ab und zu mal zur Abwechslung. War das schon mal ganz cool. Also vor allem so mal im Aktionshaus ein bisschen rumstöbern und so, war doch mal ein bisschen eine andere Art, sich ein Auto zu suchen. Ja, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss, Skype. Ich komme mir immer noch verarscht vor.